sehr schön. Dann können wir mal da in das Haus reinschauen, wo jetzt der Feldherr rausgekommen ist. Da dürfte jetzt auch nichts mehr sein. Aber okay, dann habe ich auch nichts dagegen mit Georg, gerne schon mal ein paar von den Feldherren zu töten, wenn wir sowieso mal unterwegs sind. Aber okay. Hier haben wir Grabsteine. Eine Truhe. Okay, nichts Besonderes bei. Da hinten haben wir wieder einen Ork. Warum auch immer der da jetzt noch rumsteht, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Hoffentlich holen wir da jetzt nicht wieder so eine riesige Horde raus. Okay. Darf ich mal kurz fragen, wo der jetzt herkam? Das verstehe ich jetzt mal wieder gar nicht. Warum heißt der nur Ork? Aua! Der heißt nur Ork. Mr. Ork. Ja, was machen wir denn hier? Wir tanzen hier ein bisschen. Okay. Boah, war das Risiko, was wir da gemacht haben. Hältst du viel aus? Jo, es geht. Ja, der Held hat gerade Bock zu grillen. Soll es halt machen. Okay. So. Okay. Speer, nehmen wir alles mit. Metalltruhe. Oh, die kriegen wir auch schon auf. Flammenschwert, Äpfel. Naja, jetzt auch nichts so Besonderes. Hier haben wir noch eine Truhe. Sehr schön, dass hier in Vanguard wenigstens noch ein paar Truhen rumstehen. Wenn man sich hier so langsam, aber sicher vorkämpft, hat man dann wenigstens etwas. Ich sag mal Belohnung. Waffenbündel. Sehr schön, schwere Truhe. Kriegsbogen. Der für den Kampf gegen gepanzerte Gegner konstruiert wurde, okay. Ja, unser Ork-Reiser ist selbstverständlich besser. Vor allem für die Ork-Jagd, die wir ja aktuell betreiben. So kann man es, denke ich mal, schon bezeichnen. Daher, bleiben wir bei unserem Bogen. Noch mehr Waffenbündel. Vielleicht haben wir auch noch irgendeine Aufgabe, wo wir Waffenbündel für besorgen müssen. Ich weiß es gar nicht so genau. So. Okay. Dann schlafen wir mal eine Runde, wenn wir hier sowieso gerade Betten gefunden haben. Ah, übrigens, Leute. Ja, mal wieder ein bisschen unpassendes Gerede von mir. Heute ist das Champions League-Finale. Borussia Dortmund gegen Bayern München. Wie uninteressant doch im Nachhinein. Allerdings vielleicht. Ja. Bisschen random Stuff-Gelaber, Fußball. Schön und gut, aber man kann natürlich auch ein bisschen übertreiben als Fanboy. Naja, okay. Das nur dazu. So, wir nehmen hier alles mit. Bolzen brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Dann würde ich sagen, haben wir hier nur einen einzigen Weg und der führt hier lang. Hä? Der führt nicht hier lang. Hä? Ich finde keinen Weg. Da brennt's. Hier lang? Ja. Nee, bluten werde ich nicht. Bin ich gerade ein bisschen blind? Da kommen wir nicht lang. Ach, hier. Auch mal gut. Oh, da vorne sind das Tor haben sie durchrannt. Georg? Okay. Naja, okay. Mal gucken, was hier auf uns wartet, Leute. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns jetzt mit so riesigen Kämpfen hier alle paar Meter beschäftigen müssen. Naja, wir werden sehen. Fail. Der Kampf wird nicht lange dauern.
Ich hab's immer noch da. Das war ich, aber egal. Was macht der Helden da? Was sich der Ork da hinten, der Krieger, wohl denken muss, wenn sich hier so ein Mensch einfach so an so ein Feuer setzt. Ja, bis jetzt ziemlich, nein, hör auf dich ans Feuer zu setzen, ziemlich schwach die Orks, sag ich mal, weil es da natürlich vorhin eine riesige Horde, aber die kam auch aus drei Richtungen, meine ich, einmal da von dem Haus, die Spähtruppe da vorne und von links kam, glaube ich, auch ein paar, also im Nachhinein doch nicht so stark. Ach du Schande, da haben wir jetzt wieder so eine riesige Truppe, das wird jetzt auch mal wieder lustig. Nur der eine kommt, das ist gut. Den wollen wir nämlich wieder in Ruhe anlocken. Machen wir es lieber in Skeletten, ne? Schade, dass wir den nicht treffen können, wenn er liegt. Boah. Okay, den hat er jetzt wirklich weggeklatscht. Das gebe ich zu. Quick Save. Okay, ich schätze mal, hier in dem Haus wird auch wieder so ein Anführer sein, so ein Feldherr. Ist schließlich wieder so ein großes Haus. Krieger, Schamane. Krieger, Speer, Elite-Krieger. Können wir nicht nur mal einzelne anlocken? Hallo? Georg, komm mit. Wir müssen uns jetzt hier ein bisschen verstecken. Bitte. Komm mit. So ist fein. Okay, doch nicht. Dachte, der Schamane kommt vielleicht auch noch. Leider nicht. Boah, es wäre jetzt unrealistisch gewesen, wenn er uns da jetzt wieder getroffen hätte. Aber ich wäre es ja gewohnt. Was sollen Sie aussagen, bitte, Georg? Ist gut, du bist Paladin, du hast es drauf. Bist du zufrieden? Meine Herren. Wie sieht es mit Level Up aus? Oh, dauert auch nicht mehr so lange. Dann hätten wir schon... dann hätten wir die 200er Marke beim alten Wissen geknackt. Dann können wir, soweit ich weiß, auch schon einen richtig coolen Zauber, oder? War da nicht was mit 200 Meteor oder so? Irgendwie sowas? Hier? Meteor? Wo? 240. Es waren 200. Belia gewährt dem Magier Macht über Tag und Nacht. Okay. Hagelsturm 250, 200, Schlösser öffnen. Naja, also das Besondere kommt erst hier mit Meteor mit 240, aber sind wir auch schon so gut wie bei 250 und dann kommt auch schon der Feuerregen. Also mit 200 kommt nichts Tolles. Mit 250 kommt was Tolles. Kommt der jetzt? Och, Georg. Steh doch nicht in der Schussbahn. Du wagst es nicht zu sagen. Nee, wie unrealistisch. Da waren wir wieder in diesem, da waren wir in diesem, ich kann unendlich oft den Helden treffen, dadurch kann er sich nicht bewegen, Fieber. Also, da war wieder Gegenwehr zwecklos, meine Herren. Okay, probieren wir dasselbe nochmal, kein Problem. Hat ja bis jetzt hier in Vanguard ziemlich gut funktioniert. Vielleicht würde Georg es ja tatsächlich auch aushalten, vielleicht unterschätze ich ihn auch einfach. Aber, weiß nicht. Georg. Komm, Georg. Oh, fein. Mein Plan ist aufgegangen und der Schamane ist jetzt Menschenfutter. Du hast es gezeigt.
Oh yeah. Stopp. Ja. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Jetzt haben wir ein ganz klares Problemchen. Naja, wir probieren es mal. Ich weiß nämlich nicht, was Georg da gerade vorhat. Georg. Diese Krieger. Okay. Georg hat die ganzen Orks eingelockt. So sieht es momentan aus. Oder wir haben es schon getan. Ich weiß nicht genau. Gefällt mir momentan aber gut hier den einen Elite-Krieger. Können wir gut verputzeln. Ist ja gar kein Problem bis jetzt. Sehr schön. Georg kämpft da oben auf den Brettern. Das ist ein bisschen wichtig Tuerei, aber so ist er nun mal. Wollen wir jetzt in der Art auch nicht so kritisieren, den guten Georg. Der macht gute Arbeit für uns. Am meisten aufregend tut mich momentan wieder der Elite-Krieger, weil, ich hasse die einfach. Was soll ich noch sagen? Okay. Mal wieder so weit, so gut. Läuft bis jetzt ganz gut. Ich weiß nicht, wie viel Georg noch an Leben hat. Ansonsten sieht es momentan verdammt gut aus für uns. Quick Save. Jetzt haben wir den Feldherrn. Wenn wir den erledigen, hätten wir natürlich wieder einen riesigen Schritt gemacht. Feldherr Zarak oder Zarek. Ich konnte es nicht genau lesen. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Jetzt darf nur unser guter Georg da hinten nicht schwächeln. Hä, wie unrealistisch. Wir haben übelst oft geschlagen und die haben nicht gezählt. Oh, noch ein behinderter Schamane da hinten. Ich fasse es ja nicht. Wir müssen erst den Schamanen ausschalten. Och nee. Noch ein Schamane? Das muss jetzt nicht sein, oder? Okay, noch ein Schamane. Warum nicht? Wir sind immer noch auf dem ersten, auf der unteren Insel. Wenn wir Vanguard mal als drei Inseln bezeichnen, besteht ja aus diesem nördlichen Teil, dem mittleren Teil und diesem südlichen Teil. Und im mittleren Teil ist eben der Palast, wo wir hin müssen. Ah, ja, dann brauchst du ja auch nicht gegen mich zu kämpfen. So einfach. So, Heiltrank. Ausdauertrank. Cool, Schamane. Du bist ja richtig cool. Verkriechst dich hier hinten. Beziehungsweise da vorne. Wo ich dich nicht erreichen kann. Okay, Schamane tot. Perfekt. Also, hätte jetzt mal wieder nicht besser laufen können. Wir laufen wieder zurück. Hoffen, dass der... Boah, ich fass es nicht. Hä? 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 Das war jetzt wieder sehr unlogisch. Erstens, warum hat er uns direkt umgeklatscht, als wir um die Ecke gekommen sind? Naja. Okay, selbe nochmal. Wir machen aber gute Fortschritte. Beide Schamanen tot. Bleibt nur noch der Feldherr. Zapatek, Zapotek, irgendwie sowas. Und dann hätten wir auch schon den zweiten von fünf getötet. Geht ja relativ schnell. Na gut, fünf Stück sind natürlich im Nachhinein auch verhältnismäßig viel. Ich glaube, wir hätten früher nach Vanguard gehen müssen. Kann das sein? Weil irgendwie sind ja die Orks noch so nett. So viele... Oh, warum schlägt immer der, mit dem ich gerade nicht rechne? Schon wieder. Hör auf, mir den Rücken zu schlagen. Oh. Du hast kein Recht, mich zu schlagen, ey. Meine Herren. Ich bin einfach mal so cool. Ich gönne mir jetzt einfach mal ein paar Fleischkeulen. Oh. Sei ruhig deiner zweiten Runde.